So, guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Deus Ex. Ja, beim letzten Mal waren wir genau hier stehen geblieben und ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wunderbar, also was war denn hier? Ja, konnten wir hier hacken oder was? Achso, gleich können wir wieder hacken. Dann machen wir das direkt auch mal. Systemsperrung, huhu! Danger, danger! Hacken. Wobei, das steht wahrscheinlich daneben auch, aber ich hexe lieber, weil das macht mehr Spaß. So, gucken wir mal, wie war das hier? Also, da können wir nicht lang, wir können... Da oben mussten wir glaube ich sogar lang, weil sonst kommen wir da... Genau, wir müssen da oben lang. Ah, jetzt hier oben. Jetzt hier lang. Jetzt hier lang. Jetzt hier lang. Gucken wir jetzt hier. Relativ viel Zeit haben wir, können wir die anderen Dinge natürlich auch noch hacken. Hacken wir den halt auch nochmal hier. Who fucking cares, ne? Haben jetzt echt noch viel Zeit, würde ich sagen. Ah, komm, jetzt machen wir hier mal Finale. Zugriff gewährt. Da! Papa wins. Türen. Ja, Türen. Keine Verbindung. Warum keine Verbindung? Sag mal, bist du denn behindert? Die Sicherheitsbots müssen wir deaktivieren. Oh, wie machen wir das? Ihr seid ja alle wieder lustig. Hahaha, seid ihr lustig? Hui! Der bescheuerte Spastis, ey. Ich meine, das wäre alles in Ordnung hier mit Kriege und so, wenn ich hier Waffen hätte. Ist aber irgendwie nicht vorhanden. Ja. Warte mal, da war auch noch was, ne? Sicherheitsbots. Gibt es denn hier irgendwo so ein Terminal zum Hacken? Die zu deaktivieren? Was hiermit? Oh ja, hier war Bullshit. Aber die Bescheuerheit, ey. Aber ganz nebenbei, wo ist denn hier so ein Sicherheitsdeaktivierungsmoped? Ja. Irgendwie irgendwo was. Ihr habt doch alle einen Knall. Wo ist denn hier so ein Sicherheitsding, was man hier mal deaktivieren kann? Aber hier ist auch irgendwann so ein Sicherheitsdeaktivierungsmoped, oder? Wie sehe ich das? Wir haben ja eine Karte, ne? Rein theoretisch. Helibet, ja. Dann war das hier mit Krieg, ja. Da wollen wir ja nicht wieder hin, weil das ist ja ziemlich gefährlich, da alles, ne?
ist auch nicht so der Knüller hier. Ne? Also wir finden ja gerade auch keine Informationen, wo man denn bitte hier einfach mal deaktivieren könnte. Ja? Hangartüren öffnen. Ja. Ja. Schön. Hangartüren öffnen. Schön. Wie deaktiviere ich die jetzt? Munition oder so ein Quatsch. Oh. Deaktivieren die sich nicht auch einfach automatisch, wenn gewisse Zeit rum ist, die mich nicht mehr gesehen haben. War dann nicht so weit. Denn hier mit Granaten? Kommt wieder um aus. Selbstzerstörungssequenz aktivieren. Okay, so deaktiviert man die scheinbar. Sehr geil. Aha, ja. Deaktivieren für Profis, so eine komische. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, weil das war doch da hinten mit den. So, ja, schön. Den wären wir jetzt ausgeflogen, scheinbar. Whee! Wir werden ausgeflogen. Whee! Endlich. So, ja, wie Jensen, mal. Ja. Wir müssen schleunigst ja. Zurück nach Detroit. Dann lass mich steigen da auch rein. Ja, bin bereit. Wir fliegen nicht nach Detroit. Nicht? Was? Es geht nach Montreal. Ich erkläre es Ihnen unterwegs. Okay, dann geht's halt nach Montreal. Und weiter geht's. Da bin ich erstmal gespannt, was jetzt abgeht. Ich habe nicht ganz vergessen, worum es hier eigentlich ging schon wieder. Da war genau, da war irgendwas mit, die Biasch hat gesagt, da sind übermächtige Commander-Wesen, was weiß ich was. Da sollten wir mit der Chefin mal rüber reden, hat er gesagt. Hat sie gesagt. Ja, so war das, genau. Sind Sie sicher? Ja. Immerhin infiltrieren Sie keinen mickrigen Kabelsender. Sao hat eine Eliza erwähnt und einen Telefonanruf bei Pikes. Eliza Kassan muss in diese Sache verwickelt sein. Ich weiß nicht. Die berühmteste Nachrichtenmoderatorin der Welt arbeitet mit einem mordenden Söldnerkommando zusammen? Hört sich plausibel an, oder nicht? Über die Details reden wir später. Setzen Sie mich auf dem Turm ab. Ich steige über das Dach ein. Awesome! Awesome, awesomeness! Ja, hoffentlich gibt es jetzt direkt mal eine ordentliche Ladung Krieg dann. Ne? Also... Ja, Riesenkuh schreibt Ikea, Junge. Ja, Ikea. Ja. Darauf stehen die Frauen, das stimmt allerdings. Ja, ich stehe da aber nicht drauf. Wenn es nicht so viel Mühe macht. Macht es nicht. Ich konnte die Firewall problemlos umgehen und habe jetzt ein 3D-Modell vom Grundriss. Ach, schön. Ihr Büro ist im Turm. Zimmer 404. Bin unterwegs. 404, 404. Alles klar, check, check. Nigger. Was ist das denn hier? Bullshit. Sind die alle böse zu mir hier oder sind die eher lieb? Who knows? Who fucking knows? Who knows? Who knows?
Die lieb. Ich stecke erstmal die Waffe weg. Vielleicht sind die auch lieb zu mir hier. Oh, erstmal hacken. Ja, oder machen wir da direkt mal mit Hacken. Hacken. Weil ich will hacken, Junge. Für EP. Nein. Geld. Ja, das ist doch schon viel besser. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Mal hier. Peter wurde bla. Ja, schön. Wir sollten hier mal wieder aufräumen, wie Spaß die sind, ne? Coffee. Mit Schmandspuren und Fleck auf dem Boden. Ich raste aus, ne? Da geht doch der Punk, ne? Voll realistisch, ne? Kann er da? Ja, der arbeitslos hier. Da stimmt was nicht. Ja, ich merke das schon. Pikes ist ein globales Nachrichtennetzwerk, das rund um die Uhr sendet. Warum geht bei denen niemand ans Telefon? Hier keiner ist. Hier ist niemand. Echt nicht jetzt, Junge, ja? Alle besoffen oder so. Drunk, motherfucker, drunk. Run. Schöne Kaffee, ja. Spaß dieser. Komm, ich so runter hacken, Baby. Hack, Baby. Hack, Baby. Und wir wurden entdeckt. Nein, du nicht.